Mit Bart hast du einen easy win, aber schön zu sehen, dass du Support spielst. Ja, schön zu sehen auch, dass ich Support spiele. Das ist auch eine Beleidigung von dir. Du kriegst jetzt von mir mal, warte, du kriegst mal einen Monat Time. Wait, was? Mein Client? Das ist ein Monat Timeout mehr, das sehe ich schon. Wait, warum hat er jetzt alte 4-1 gerade gestartet? Das will ich doch gar nicht. Das war bestimmt irgendwie eine Beleidigung. Am Support-Tag müsst ihr vorsichtig sein im Chat, ne? Da müsst ihr ganz vorsichtig sein. Hier wird ganz scharf geschossen, ne? Wenn ich einen auch nur sehe, der in meine Richtung guckt, ne? Dann fliegen hier die Permabans. Aha! Tierga mit dem Keckweh, raus, ne? Du kriegst von mir direkt 10 Minuten stille Treppe. Das habe ich genau gesehen, das Keckweh. Aha! Krexor in der Mülltonne? Aha, auch 10 Minuten. Raus! Hast versucht, dich in der Tonne zu verstecken. Das habe ich genau gesehen, Kollege. So nämlich, ne? Da finde ich euch als allererstes, du. So. Okay, jetzt einmal ganz kurz abwarten. Bestimmt wird im Chat nichts Schlimmes passieren währenddessen. Wir bannen Draven? Oder Yi? Oder Draven? Draven. Meinst du das ernst? Ja, das ist als Scherz, ne? Also das sind praktisch 1 bis 10 Minuten Timeouts. Einfach nur als Scherz. Es ist nichts, also die werden natürlich nicht einen Monat gesperrt. Nein, Leute, es war nur ein Scherz, okay? Die Leute dürfen am Stream teilnehmen. Ich fand das lustig. Ja. Danke an Have a Nice Day. Vielen lieben Dank für den Support. Hey, wait, ich bin Support. Shit. Wie wär's denn mal mit einer Runde Nautilus? Schwingen wir mal den Anger, Boys. Jacrifé und Eurus. Vielen lieben Dank für den Support euch, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich wünsche euch einen traumhaften Abend heute. Und dann haben wir noch den Nifty-Lol. Vielen lieben Dank auch da. Das war auch lustig und für die Frage sollte es wirklich einen Monat Urlaub geben. Naja, man kann. Ich hab einen sehr. Ich meine, ich bin halt einfach ein Monster, wenn es um Comedy geht. Und ich glaube, viele Leute kommen einfach nicht mit, weil ich so ein komödiantisches Talent habe. Ich trete in einer Linie mit Caroline Kebekus im Deutschen. Wisst ihr? Und das ist natürlich was viele Leute auch. Einfach diese Finesse in meinen Scherzen. Wieso schmeckt denn gerade die Viewerzahlen dahin? Wait, wie die Viewerzahl schmelzt dahin? Kommt zurück! Wann bekommen wir dieses Talent zu hören? Ja, also wenn es mit dem Stream nicht mehr klappt, dann kommt die Stand-up-Comedy-Routine, ja. Darauf könnt ihr euch schon mal gefasst machen. Das heißt von Jenna Support. Ist okay. Der gegnerische Draft sieht sehr, sehr gut aus. Die können uns, glaube ich, komplett überrennen, wenn wir nicht aufpassen. Wobei der Vladimir sehr, sehr gut sein kann. Und auch Graves kann gut sein. Sie haben natürlich nur Physical Damage. Hast du mal Heroes of the Storm gespielt? Ein bisschen, ja, als es rausgekommen ist. Das ist eigentlich, also Heroes of the Storm ist ein sehr, 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 sehr cooles Game auch. So. Okay. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Geht noch mehr noch Fett pumpen? Nö. Ich mache aktuell ungefähr einmal täglich, aber ich hab, glaube ich, also sagen wir eher fünfmal die Woche ist es aktuell nur noch. Ich mache fünfmal die Woche mache ich Sport, aber ich esse auch sehr viel. Das heißt, es bringt nicht so viel, dass ich Sport mache. Aber ich fühle mich zumindest besser, aber ich bin trotzdem fett wie Sau, ey. Wenn ich das. Das ist das Einzige in meinem Leben, was ich in den Griff kriegen muss. Mein Übergewicht. Wenn ich das hinbekommen würde, dann wäre mein Leben ziemlich perfekt, Leute. Aber das ist halt immer. Ich rede da jetzt schon seit einem Jahr oder so davon, dass ich das nicht in den Griff bekomme und ich werde immer fetter. So, zack, zack, zack. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können.
Das Einzige, ja. Also wenn ich jetzt noch einen gesunden Körper hätte, dann wäre ich sehr, sehr glücklich mit meinem aktuellen Leben. Okay, da hilft nur Hypnosetherapie. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob Hypnosetherapie der richtige Weg ist. Okay. Tinelli. Kommen Sie an den Haken, Tinelli. Ist der Adekill von denen? Der hat noch eine kurze Pause gemacht, ha? Mit Tengen Uzoi, war das nicht der Smurfer, der Platin-Spieler? Das war doch der Tengen Uzoi, oder? Der 90% Winratio Adekill, den ich so getrollt habe, dass er keine 90% Winratio mehr hat. Das hier. Nice. Warum ist echt sehr scary, ne? Der Nautilus, die Anker sitzen wir jetzt, ja. Mein Adekill kann bloß leider nicht last hitten. Das ist nicht ganz optimal ist. Nicht optimal. Wir können ja schon ziemlich sicher fighten. Gerade. Ist relativ viel sein Weh zum Poken. Oh. Ist nicht, was wir wollten. Habe ich aus Versehen den Minion erwischt. Lass die Wave ruhig erstmal kommen. Es ist so schade, dass wir halt keinen Lead haben, obwohl wir so viel Pressure mit unseren Nooks gemacht haben. Frage ist, ob wir nicht einfach gewinnen würden hier den. Dann sollte hier Game Over sein nach dem Play. Mate, aber... Oder? Ich bin doch einfach tot. Oder nicht? Bin ich straight up einfach tot? Das war literally nicht ab, oder? Ich hätte nichts machen können. Ich meine, ganz am Ende, aber er war halt tot, als ich Flash Cool hätte können. Da war er aber schon tot. Das war zu spät. Ich meine, ich kann ihn auto-tacken, aber ich bin einfach tot. Dafür. Gut, er hat keinen Triumph. Vielleicht wäre es trotzdem worth gewesen.
Wenn der Ezreal das halt nicht so ganz kacke am Anfang gespielt hätte, wäre der, also wäre er nicht gestorben. Das ist eine Seraphine auf der Bottleline. Der Papa Wodka ist hier. Oh, der Hegerin ist auch hier. Ja, ganz schön zur Sache, ne? Hat Ulti gerade bekommen, ne? Scheiße. Best player I have seen. Ja, ich jetzt oder was? Was mache ich denn hier? Worst player gamer I have seen. Hä? Hä? Aber was hätte ich denn machen sollen? Kurz pushen, dann gehen wir basen. Nicht mal Richtung Mitte gehen. Hier Richtung Ende. Ich stehe 1-0-3, ich habe fast jeden Hook getroffen. Ich weiß nicht, was ich tun kann noch für dich, Kollege. Oh, schade. Wir müssen schnell wieder nach unten, damit er nicht gedeift werden kann. Gut, Job oben. Die könnten für den Drake gehen dafür. Aber du gehst nicht rein, wenn du dafür stirbst. Das stimmt, ja. Ich lebe ganz gerne hier mit meinem Nautilus. Ich glaube, die machen gerade Drake. Wir müssen echt sehr aufpassen hier unten. Ich glaube, wenn ich jetzt hier einen Hook finde auf die Jinx. Aber hier ist auf jeden Fall ein Ward in dem Busch, in dem ich gerade stehe. Der hat Herald genommen. Den Kennen wollen wir dann gleich auch noch haben, wenn wir dürfen. Aber ich stehe, lass uns den nehmen und dann für den Drake rübergehen. Wir können sogar einmal hier um die Runde laufen, wenn die vorgehen. Ne, haben keine Vision. Au. Wow. Damn, what?
Okay, krass. Na, die Seraphin R war wild, Alter. Können wir vielleicht jetzt einmal rumlaufen hier? Das ist echt sehr schwer, finde ich, mit Ezreal diese Lane zu spielen, weil der Champ so nutzlos ist irgendwie. Also der gibt mir einfach gar nichts auf der Lane. Wir haben so viele, also wir also ich bräuchte halt ein bisschen Hits, ein bisschen Damage, ein bisschen Gameplay irgendwie. Das ist halt irgendwie einfach nichts, was der uns anbietet, ja. Die werden unten für den Föld gehen, ne? Den Turret jetzt. Oh. Oder? Ne, actually haben sie nicht den Turret genommen. Aber. Weiß nicht, ob ich da noch irgendwas hätte machen können, um ein bisschen länger zu überleben. Die Ult war sehr, sehr gut. Das Q aggressiv nutzen wäre es, glaube ich, gewesen, ne? Auch wenn ich dafür 100% tot bin. Einfach aggressiv versuchen, den Raum zu erkunden. Okay, also der Ekarim ist ein riesiges Problem. Willst du mal Morgana spielen? Oh, die ist schon sehr mies aktuell. Ezreal ist useless. Ja, aber Ezreal ist eigentlich, also, Ezreal ist ein cooler Champion, aber es, also, wenn du den nicht wirklich sehr, sehr gut spielst, ist der, ich meine, er hat ja nicht umsonst, glaube ich, mit die schlechteste aller AD Carry Win Ratios. Weil der ist extrem schwer gut zu spielen im Vergleich zu so Champion wie Jinx zum Beispiel. Ist okay, wir kriegen First Turret oben. Ich glaube, ich hätte hier auch mehr roamen sollen, aber in dem Game. Hier greifen es wieder Botlane. Wow. Ja, wir werden den Turret verlieren, das, also der steht nicht mehr. Share nehmen. Wir sind immer noch ein Caesar-Head. Also an sich wäre das eine gute Lane gewesen, aber der Hikarim hat uns schon sehr gebrochen, muss man sagen. In der Runde. Syrah noch gut. Ich glaube, Syrah ist Windrush-technisch schon sehr gut. Leute, diese Fragen, ist der Champ gut, ist der Champ gut? Jeder Champ ist gut. Ihr könnt jeden Champion spielen. Manche sind ein bisschen besser als andere, aber wenn ihr gut genug auf den Champion seid, ist das scheißegal. Das ist überhaupt, das ist komplett egal. Vladimir ist relativ fett und der Graves auch. Der Graves hat leider keine Tabis. Nice. Hat der geultet gerade, der Heke? Oh,
Wow. Der hat einfach gerade das gesamte Team gewonnen. Ich dachte, der hatte Mitte geultet. Ich dachte, der hat Mitte geultet, aber er hat nicht geultet, ne? Mal hier runter. Das wollen wir nochmal anschauen. Ich bin mir so sicher, dass der da am Anfang gehen musste, aber ich meine offensichtlich nicht, ne? Sonst hat das dann nicht ab. Ich glaube, das große Problem, das wir haben, ist halt, dass wir jetzt einfach überrannt werden für eine ganze Weile vom Hikarim und den keiner killen kann. Bis wir ihn killen können, es gibt schon einen Zeitpunkt, wo wir ihn dann killen können, aber das ist halt noch lang hin. Wir brauchen auf jeden Fall noch mindestens ein Item, wenn nicht sogar zwei, weil der Cosmic Drive Route spielt auf Vladimir. Pushen oben mit Harold. Wir könnten versuchen, runterzugehen und den Olaf zu diven. Wollen wir den nicht auch diven? Schauen wir mal, dass wir einmal kurz hier in die Base kommen. Gucken wir, dass wir Richtung Mitte gehen. Der Graves hasst dich so sehr. Ja, vielleicht bin ich da, also vielleicht habe ich da wirklich was Dickes missbildet. Für mich sahen die Situationen halt alle so aus, als könnte ich da nicht rein und wäre das einfach nur schlecht reinzugehen. Wie gesagt, na, man kann sich auch immer täuschen. Ey, sag mal. Ich glaube, wir können nicht. Nein, keine Chance. Wir können doch niemals nischen. Please. Wenn sie jetzt noch Nash kriegen. Oh mein Gott, es ist ein huge Comeback-Engel. Nein, jetzt nicht fighten, jetzt nicht fighten. Oh Gott. Yes. Okay. Wir haben das 1000 Gold Shutdown gekriegt auf den scheiß Hikarim. Und wir haben Nash bekommen, Leute. Das ist brillant für uns. Okay.
schnell hier nach unten gehen. Das wäre ein huge Win, wenn wir den noch irgendwie bekommen könnten. Die trauen sich nicht mal gerade direkt den Drake zu machen. Okay. Das hier, Control Vault hin. Wir haben hier die Vision überall. Aussieht, geben die den? Was? Die geben den einfach. Really? Hätte ich nicht gedacht. Da muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht. Unser Upgrade ready. Ich hab mich das halt gut, wenn die Gwendolyn den da runter geht. Ich denke, die wird einfach sterben dafür. Hier Mitte. Oh nein. Auch tot, ne? Scheiße, Mann. Okay. Es ist so schwer zu spielen, dieses Game. Jetzt können wir aber wieder auf die Map. Die haben immerhin nicht den Tier 2, aber wir haben unseren Nash-Push verloren. Aber wir haben Drake und Nash bekommen. Das ist immer noch gut für uns. Das Problem ist, dass die Jinx wird langsam. Die Seraphine ist auch sehr stark. Die hat zum Glück eine späte Trine gekauft hier. Im S sein Positioning ist fragwürdig. Ja, der ganze S ist fragwürdig. Aber der hat ja nicht auch geschrieben, dass er Autofilled ist? Ich meine, das ist halt Autofilled S, ne? Das ist, der macht schon seine Sachen. Er probiert's, wisst ihr? Das ist okay. Wir können da trotzdem carryen. Support Man kann hier carryen. Wir müssen Vision aufbauen. Wenn die weiter die Gwen Lane spielen wollen, dann müssen wir um die Gwen Lane Vision aufbauen. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade Siegesconvergence baue. Ich kann da gar nicht nutzen, oder? Hier. Ich weiß nicht so recht, was man hier holt. Na gut, ich könnte es auf den Graves vielleicht backen. Auf jeden Fall darauf achten, dass wir ab jetzt hier jedes Game Hecarim bannen, ne? Dieser Champion. Die haben jetzt relativ viel MR, die Gegner. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gibt es keine Chance zu gewinnen mehr. Also wenn wir mit Nash gegroupt hätten, weil das Problem ist, ich weiß nicht, ob der Graves und die Gwen sich kennen, aber der Graves spielt nur für die Gwen, das ganze Game. Und der wird trotzdem verliert die Gwen immer 1v1. Und macht nur schlechte Plays für uns.
Und ich glaube, die kennen sich irgendwoher oder so oder sind im selben Team oder befreundet oder was weiß ich. Aber diese Gwen ist ein Riesenproblem für uns. Leider. Ja, wir können den Drake einfach geben. Das GIF. Tja. Wir kriegen, so wie es aussieht, den Voice dafür. Ach, die Gegner haben natürlich den Nash, da können wir nichts machen. Wenn es schon wieder, weil die flamet er nicht, obwohl die, also straight up intet. Flamet er die nicht, sondern er flamet immer nur mich. Chris. Ich weiß nicht mal, was man da schreiben kann dazu. Ich habe die letzten drei Fights den Hicker geultet. Mehr kann er nicht machen. So, ja, grüß dich, Mickey. Ja, alles gut bei dir. Das ist stupid. Also das ist einfach stupid. No, und damit sind wir wieder im Minus. Ich weiß nicht, was man da. Also, das war. Der Hekarim war einfach zu stark, ne? Der war leider einfach zu stark, der Kerl, Weiß nicht, was man da hätte machen können, So rough, das Game. War der Autofilled? Okay. Ah ne, das ist sogar ein Ade-Carry-Main. Wow. Das hätte ich nicht gedacht, ehrlicherweise. Das hätte ich nicht gedacht. Und sind die Teammates oder was? Warum? Achso, ne, die war autofilled. Okay, die Gwen. Die Gwen war autofilled. Und vielleicht hat die gefillt für den anderen oder was? Ach, ich weiß es nicht. Mein Gott. Machen wir noch ein kleines noch, ne? Da sind wir wieder eins im Minus, ja.